Moin moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Baseline Photography. Ich befinde mich gerade vor einem Bunkereingang. Wir sind hier auf dem Gelände einer alten, ja, sagen wir mal Sprengstofffabrik. Ich möchte mal gar nicht so viel preisgeben, Leute. Ich würde einfach mal sagen, zieht euch dieses Video rein und hinterlasst mir gerne mal ein schönes Feedback, Leute. Also, viel Spaß mit dem Video. So, es geht direkt eng und spannend los. Wir befinden uns hier in so einer Art Bunkerreihe. Und gerade laufe ich durch einen Tunnel, der die einzelnen Bunkerelemente, wo damals Sprengstoff gelagert wurde, hier verbindet. Es ist ziemlich eng, wie man sieht. Ist auch nicht gerade ungefährlich. Hier gibt es überall Sachen, woran man sich schneiden kann und sich stoßen kann, besonders für so einen 2-Meter-Menschen wie mich. Und dann noch mit dem Rucksack hinten drauf. Wow, das ist nicht gerade sehr leicht hier. Wir haben vor, hier heute Nacht einen Overnighter zu verbringen. Das Wetter ist wirklich astrein. Gestern hat es geregnet ohne Ende. Heute strahlt die Sonne und es ist auch einigermaßen kühl. Also es ist nicht so megamäßig heiß. Und hier sieht man gerade mal, wie dick die Betonschicht hier einfach ist. Wie massiv einfach mal wieder die Bauweise damals war. Und das ist einfach nur gewaltig. Ich gehe jetzt einfach mal den Tunnel unten längs von den Kollegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier kann man das nochmal ganz gut erkennen, wie die Decke hier schon so langsam runtergeht. Und überall davon hängen hier schon die Stahlträger runter. Da vorne ist jetzt so ein... Da zwänge ich mich jetzt gleich erstmal schön durch, Leute. Und da sitzt der Kollege, macht erst nochmal ein schönes Bild. Instagram lässt grüßen, seinen Instagram-Kanal werde ich auch unten verlinken. Denn das ist der gute Fussel OL, bekannt durch den Spendenstream von Adventure Buddy, PJ Adventure und Let's Urbex. Oh. Ja, nochmal der Blick zurück. Überall hast du hier 1000 Möglichkeiten, um hier den Schädel auszustoßen hier. Gut in der Stunde Fußmarsch quer durch den Wald haben wir so einen kleinen Personenbunker gefunden. Wir sind schon extrem lange einfach mal abseits von den Wegen gelaufen. Also glaubt nicht immer, dass das Leben eines Urbexers einfach ist. Ich schalte mal um auf den Nachtsichtmodus, damit ihr da draußen wenigstens ein bisschen was erkennen könnt. Oh, verdammt. Na ja, gut. Ziemlich runtergekommen auf jeden Fall. Haben sie wohl auch schon versucht zu sprengen, das Ding. Aber... Ah, hier geht's wohl wieder raus, wa? Aha. Okay. Das andere Kollege. Dann zwängen wir uns mal hier durch. Was ehrlich gesagt nicht so einfach ist. Boah. So, jetzt habe ich die Taschen einfach mal so direkt in den Rucksack gelassen. Perfekt. Aber hier haben die Anwohner locker auch Müll abgeladen. Also was hier alles rumliegt an Holz, Regenschirm, Sonnenschirm, Batterien, Blumentöpfe, das gehört eigentlich nicht in den Bunker rein. Definitiv nicht. Okay, ich muss mich auf jeden Fall in einer Sache korrigieren, das ist doch kein Ein-Mann-Bunker hier. Das ist doch schon ein bisschen größer. So Leute, kleine Videounterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr mich und meinen Kanal supporten wollt, dann könnt ihr mir jetzt in diesem Moment auf jeden Fall ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, Daumen nach oben geben
und schreibt schon mal gerne Feedback in die Kommentarspalte, wie ihr das Video findet. Wenn ihr mich finanziell unterstützen möchtet, dann habt ihr unten in der Videobeschreibung Möglichkeiten, mich auch auf finanzieller Basis zu unterstützen. Da wären einmal die Amazon Patreon Links, da wäre einmal der PayPal Kanal und da wären auch die Amazon Wunschliste auf jeden Fall zur Verfügung. Also wenn ihr Bock habt, mich auch noch finanziell zu supporten, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit dem Video. Wir sind jetzt gerade auf dem Dach eines Wasserfilterwerkes. Hier auf dieser Chemie-Munitionsgedöns und da unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier vorne ungefähr ist der Abhang und da geht es einfach mal eben so 50 Meter in den Abgrund rein. Wir überlegen, ob wir hier heute Nacht drauf pennen. Ich finde das hier eigentlich ganz entspannt. Du hast hier halt wenig Insekten. Und das Schöne ist, wir haben gerade unten Pause gemacht und einfach mal Wolfsgeheul gehört. Einfach mal richtig nices, nahes Wolfsgeheule. Wir haben beide gerade wie angegossen da unten gesessen. Haben uns so gedacht, so boah, das ist jetzt nicht ernsthaft wirklich so, dass hier jetzt ein Wolfsrudel unterwegs ist. Doch ist es. Und ich finde das einfach richtig spannend. Da werden so Instinkte wach, so als Großstädler. Keine Ahnung, du aktivierst auf einmal sämtliche Sinne, die du sonst nie gebraucht hast. War aber auch schön. Ist eine tolle Erfahrung gewesen, auf jeden Fall. Das sind die Sandfilter. Das ist, da wurde Wasser gefiltert. Da unten sind die Rohre, wo es rauskommt. Mhm. Und wurde oben reingepumpt durch diese Rohre hier vorne und ist dann so reingelaufen. Also ein richtig großes Filtersystem. Ja, die haben ja viel Wasserverbrauch zur Munition, zur Sprengstoffherstellung, sagst du, ne? Ja. Okay, alles klar. Und Leute da oben auf dem Dach, ihr seht es ja so darüber, habt ihr es ja gerade gesehen schon, da werden wir heute Nacht wahrscheinlich auch schlafen. Hier seht ihr das Ganze nochmal von unten. Hier wunderschön, eigentlich wieder so ein richtig geiles Fotomotiv, auch so ein richtig geiler Shooting-Spot mit den ganzen Säulen hier auf der Ecke und den Graffitis. Feiere ich ja so richtig. Also original. So, die Sonne, die geht auch schon so langsam ein bisschen unter. Den längsten Tag hatten wir schon dieses Jahr. Und hier sieht man noch so die Überreste des alten Wartungspfades. Und hier hat er wohl gerade gesagt, dass hier noch Kessel gestanden haben. Finde ich auf jeden Fall optisch gesehen ziemlich geil, auch so mit den Rohren da, die da runterhängen. Das hat schon echt so richtig geilen Charme hier. So, und da oben auf dem Dach. Das sieht jetzt vielleicht nicht so groß aus, aber das sind ungefähr so ja, 25, 30 Meter. Da werden wir heute Nacht wohl pennen. Wir hören jetzt im Hintergrund auch schon Geräusche von anderen Menschen. Hier kommt wohl eine riesige Gruppe Jugendliche an. Deshalb machen wir jetzt erstmal Schluss mit Filmen und sehen uns später wieder. Ich habe übrigens auch eine Nachtsichtfunktion da drin. Dreh die mal dahin und halt mal deine Lampe dahin. Du musst nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Du musst dann. Ich hab nicht gedrückt. Da. Jetzt noch erst? Achso. Das ist Nachtsichtfunktion. Ach du Scheiße. Wir sind hier mitten in den Katakomben einer Sprengstofffabrik. Das ist eine Mülldeponie, ist das so? Wer hat hier gelebt? Das sieht ja geil aus. Hättest du mal was gesagt, ich hätte die große Lampe eben runtergeholt. Also hier unten sieht das auf jeden Fall richtig creepy aus. Das hat so ein bisschen was von den Kerosintanks, wo ich damals in Brandenburg gewesen bin. Aber hier unten ist es zumindest angenehm kühl. Da steht irgendwas, ne? Ja. Also Leute. Solche Kellerräume birgen natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich. Macht das auf gar keinen Fall nach. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Aber hier hinter scheint ja noch ein Raum zu sein. Denn wenn man sich das hier mal anguckt, gibt es hier hinten noch einen zweiten Hohlraum. Und sogar noch einen dritten. Da ist ein kleiner Schacht, der da durchgeht. Und dahinter scheint wohl noch ein größerer Raum zu sein. So, jetzt sind wir mal ein paar Meter weitergelaufen. Wir stehen hier vor so einer riesen massiven Felswand bzw. Betonwand.
Rechts davon ist ein Tunnel. Hat so ein bisschen was vom Eingangstor von Mordor. Hier, das muss wohl alles mal so ein Bunker gewesen sein, ne? Wenn man sich das hier mal so anguckt, ringsrum, überall. Wände, Mauern und sowas, dass sie hier einfach die Mitte gesprengt haben. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Und dass wir vielleicht einen Teil vom Schutt abgegraben haben oder sowas. Aber hier sind ja überall Eingänge und Zugänge. Also das muss ich jetzt auch nicht haben. Davor sind noch überall Mücken und weiß der Teufel was. Da ist ja noch so ein Eingang. Das links. Das ist, ein Bild, wie das, im Original aussieht. Das ist eine Treppe. Ja, und das genau die gleichen Stufen auf die rote und so. Und in dem, wo ich gewesen bin, da ist es halt noch alles heil. Und das ist die Treppe. Ja. Und das ist genau so, ne? Auch von der Aufteilung. Oder? Da oben geht es auf jeden Fall noch durch. Da unten scheint es auf jeden Fall noch durchzugehen. Also ich glaube, dass hier einfach mal eine Decke über den gesamten Komplex hier war, weißt du, dass die das einfach kaputt gesprengt haben hier. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht war das hier so eine Art, ja, Fertigungsbunker oder sowas. Vielleicht haben sie hier irgendwas gefertigt. Oder produziert. Es ist schon übel. Ich weiß nicht, kommt man hier durch? Ne, hier ist zu. Also hier sind wir in einem weiteren Tunnel drin und unten am Boden kann man so ein bisschen erkennen oder erahnen, dass da mal Schienen gelegen haben. Und ah, sieh da einen Eingang. Jetzt kann es doch nochmal interessanter werden hier. Aber im Prinzip, ja, einfach mal viel nackter Beton mit viel Graffitis dran. Aber wie heftig das einfach mal war, was sie damals hier einfach hingezimmert haben, in was für Dimensionen und solche Spots, wo wir jetzt sind, also die gab es deutschlandweit zuhauf und auch noch baugleich und das muss man sich einfach mal vorstellen, wie größenwahnsinnig damals im Zweiten Weltkrieg einfach mal oder vor dem Zweiten Weltkrieg schon einfach mal gebaut wurde und solche Sachen aus dem Boden geschossen sind, das ist doch völlig unnormal. So, jetzt bin ich hier im Treppenhaus. Aber wenn man jetzt die Treppe hochgeht, lohnt sich das nicht, da kommt man nicht weit. So, das Nachtlager steht. Ihr kennt es ja wie immer, mein Snappack, Jungle Bag, darunter die Thermarest Isomatte und die Elefantenhaut, um die Isomatte ein bisschen zu schützen. Da drüben blinkt noch meine Soundbox, Handy wird gerade aufgeladen und ja, wie immer, der Schrank ist immer mit dabei. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal unten bei mir in die Videobeschreibung gucken. Da sind alle Sachen verlinkt. Und wenn ihr etwas davon erwerben solltet oder wollt, unterstützt ihr natürlich mich und meinen Kanal. Und ich habe hier natürlich die perfekte Sicht auf die schon fast vollständig untergegangene Sonne. Ein bisschen verbaut die Sicht, aber gut, was soll's. Da drüben liegt der Kollege, bisschen auf Abstand. Die letzte Nacht war ein bisschen lauter als geplant und deshalb liegen wir diesmal ein paar Meter auseinander. So, meine Lieben, ich habe die Nacht knapp überlegt. Ich habe ziemlich schlecht geschlafen, muss ich wirklich sagen. Das Video geht jetzt leider dem Ende zu. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr könnt diesen Kanal auch kostenlos abonnieren. Und wenn ihr neben den Abo-Button noch die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online geht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Abenteuer wieder. Mal gucken, was jetzt so ansteht. Und nochmal natürlich die Bitte, wenn ihr mich supporten wollt, schaut unten in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich auch meine Sachen verlinkt, die ich heute mit hatte. Und da ist auch mein Instagram-Profil. Und seit neuestem bin ich auch noch auf TikTok. Das ist auch alles verlinkt. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mir auch dazu folgen, tut das. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Alles kann, nichts muss. Und somit verabschiede ich mich jetzt von diesem Video. Ich wünsche euch ein angenehmes Restwochenende und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Baseline. Gute Nacht.